loving the daughter in me. I am so obsessed. I want to chop your own heart. Yo Leute, willkommen zu dem zweiten Part vom Vlog. Im ersten Part ist zum Beispiel passiert, wie wir in Sansibar waren, mit der Fähre rübergefahren sind und Muscheln gesammelt haben zusammen. Abend und ich abends rumgelaufen sind. Ich zum Beispiel auch einen Handstand gemacht habe. Genau, den Handstand habe ich gemacht. Das war ich, Freunde. Auf jeden Fall werdet ihr dieses Video sehen. Wahrscheinlich, wo ich auch schon im Fokus bin. Ne? 1-2-3 Focus. Ich bin jetzt bei Focus, Leute. Ich hoffe, euch gefällt's. Es war ein langer Weg, auch wenn ich ein bisschen am Slacken bin. Ihr wisst, ich krieg das alles hin. Ich werde es hinkriegen. Das ist mein Traum. Und ja, ich hoffe, euch gefällt dieser zweite Part von dem Vlog. In dem Vlog werden wir wahrscheinlich euch zeigen, wie wir schnorcheln waren und wie wir mit Schildkröten geschwommen sind. Lasst ein Like da, lasst ein Kommi da, subscribed. Vergesst nicht, ich liebe euch. Ciao! Haben wir müssen auf einen kleinen Trip. Unser Hotel ist ganz da hinten. Wir müssen hier durchs Wasser laufen. Bis ganz nach da hinten. Und ja. Hier rüber Landers. Zum Beispiel hier Paragliden, ganz viele Sachen zum Erledigen, Jetski-Fahrten da hinten. Genau, und den Weg sind wir gerade gelaufen. Das war das Hotel. Auf jeden Fall, Amelie und ich werden morgen auf eine Schnorcheltour gehen. Ich werde die GoPro mitnehmen und auf eine Schnorcheltour auf jeden Fall alles aufnehmen mit der GoPro. Und ja, das war's eigentlich soweit. Devo, you can say something to the camera. Say hello. Yes. Hello. Schildkröten schwimmen mit Norma. Sehr überfordert. Die sammelt Muscheln. Wir haben eine Mango hier in der Hand. Ja, schön, ein bisschen am Strand. Werden ein bisschen angelabert von ein paar Leuten. Und ja, genau, das war's. So, und jetzt, meine Freunde, ist Amelie und ich machen uns jetzt fertig. Wir chillen jetzt noch mal ganz kurz eine Sekunde. Und danach ist der Plan eigentlich gewesen, dass wir ein bisschen Streetfood essen gehen. Und chillen noch Leute am Pool. Richtig fair. So, Amelie und ich essen ein bisschen lokal. Chips Mal, Passamosas, Chapati, ein paar Passion Fruits, eine Orange. Und die beste Fanta. Und die beste Fanta, die es gibt. Fanta Passion Fruit. Ja, mit ein bisschen Chili-Soße. Und ja, ein bisschen mehr. Wie gerade schnorcheln. Sehr geil. Amelie ist da hinten. Und jetzt werden wir euch ein paar Schnorchelaktivitäten und Schnorchelkorallen mit dafür zeigen. Meine Freunde, aber die Wellen sind groß gerade. Macht so Spaß. Wir haben richtig Spaß. Für 2-3 Stunden lang werden wir schnorcheln. Und ja. Baby, gonna, gonna Waka, waka, when you enter Malicha. Baby, gonna, gonna Do you give me sugar? Wala, ala Macho, Mona Lisa 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 Macho Mona Lisa, Macho Mona Lisa. Mona Lisa, I go sweep you off your feet. What up, what up, what's up? She said, make some time for me, time for me. See for this life, me and you tap like hush for me. We walk in a step, please show them your best. Baby, hope you know.
Einmal so schnell du kannst, renn einfach. Ich kann so meine Eier! Meine Klöten! Ja, okay, jetzt okay. Ich bin jetzt auf Tour in Zanzibar und Downtown, der Stadt, wo Freddie Mercury zum Beispiel geboren ist. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Not because of you, I be on the phone all night long. Don't be smart when you do it to me, oh no, no, no. I be on my business, shawty, but you be on my mind, shawty. Jetzt ein Museum besuchen, alter Sklavenmarkt, für die Sklaven halt sozusagen, Verkauf, gekauft, alles mögliche. Und ja, Zanzibar wurde ja damals als Grenze benutzt sozusagen für Afrika, um in Afrika reinzukommen. Genau. Dass ihr das Video geschaut habt. Das war auf jeden Fall Part 2 von dem Vlog aus Afrika. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da, kommentiert, lasst ein Sub da, ihr wisst. Und ja, mittlerweile wisst ihr ja schon, dass ich bei Focus bin, ne? 1, 2, 3 Focus. Der dritte Vlog wird auf jeden Fall auch bald hochkommen. Wahrscheinlich in dieser kommenden Woche. Wir wollen halt einen gewissen Plan reinkriegen und ein gewisses Schedule so irgendwie hin. Jede Woche halt ein Video oder jede Woche halt zwei Videos. Mal schauen, wie wir das machen. Jetzt auf jeden Fall hinkriegen. Aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns bei dem dritten Vlog für die Safari-Tour. Und out!